Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox von Indel B bekommen. Die gleiche Kühlbox gibt es von Webasto und Isotherm und noch anderen Herstellern. Und ich habe Schreiben gekriegt, ich habe einen Teil rausgeschnitten, dass diese Kühlbox nur stundenweise läuft und teilweise nur Minuten. Ich könnte das hier lesen. Auch auf Low. Ich kann hier High, Medium, Low einstellen. High sagt, bei 70% der Bleibatterie schaltet er aus. Bei Medium etwa halbe Batterie und bei Low etwa zu 30%. Bei 9,6 Volt, was schon relativ tief ist für eine Bleibatterie, schaltet diese Box aus. Diese Box hat diesen Kompressor drin, das ist der kleine Secop, der 1,4er, ihr seht, wie der aussieht. Hier der Kolben und alles, was man so benötigt. Und diese Steuerung schaltet einfach bei Unterspannung die Kühlbox aus. Die Kühlbox wird mit einem 2,5 Meter langen Kabel und so einem Zigarettenanzünder geliefert. Schneidet doch das Ding weg, ich verlinke euch nachher ein Video. Ja, bei uns läuft die Box. Wir schicken sie jetzt wieder zurück. Und wenn der Kunde diese Box wieder anschließt, dann wird sie bei ihm wieder nicht laufen, weil dieser Kunde hat wahrscheinlich eine Batterie, da steht drauf 12 Volt. Ob sie 12 Volt hat oder nicht, wissen wir nicht. Ja, ich habe schon geschrieben, ihr habt ein Video gemacht, verlinke ich euch in der Endcard. Keine Dometic-Reparaturen mehr. Kontrolliert zuerst die Spannung und dann den Spannungsabfall und dann könnt ihr darüber reden, ob eine Kühlbox funktioniert. Oder schaut wenigstens dieses Video, dann verlinke ich euch ein anderes Video, wie man anschließen sollte für Intelligente. Ja, ist Aufwand, bringt nichts, bringt für euch nichts, bringt für mich nichts, wenn ihr mir Kühlboxen sendet, die funktionieren. Kontrolliert eure Elektrik, ob das funktioniert, entfernt diese Zigarettenanzünder, die sind richtig scheiße, wegschneiden, fortwerfen, mit dem Panzer rüberfahren, könnt ihr machen, was ihr wollt, könnt auch Plastiksprengstoff drum wickeln und zünden, ist auch kein Thema. Ja, ich mache da mal ein Video, was man mit Zigarettenanzündern alles machen kann. Ja, ich verlinke euch hier das Video über Dometic. Dann hier unten das Video, wie man so eine Box sicher anschließen soll, müsst ihr aber bis zu Ende schauen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.